Am 4. Mai hat der Musikverein Asch zum Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle Löhrenacker eingeladen. Das Thema des Konzerts hat vier Elemente geheissen. Bierstadt TV ist schon bei der Hauptprobe der Puls vom Verein Fühlen und hat am Samstag ein grossartiges Konzert erlebt. Wir sind ca. 40 Personen, die jeden Donnerstag zusammen Musik machen, von 8 bis 10 im Schützenmatt-Schulhaus unten, im ehemaligen Kraftraum. Und wir haben ein vielseitiges Repertoire. Wir spielen von Charts, Pop, Oldies, Evergreens, aber auch Marsch und klassische Musik, eigentlich alles. Und was sind die Höhepunkte von eurem Jahr? Auf was probet ihr her? Wir haben zwei Highlights im Jahr, wo wir darauf arbeiten. Das ist das Jahreskonzert, das wir jetzt gerade zusammen erleben dürfen. Und im Dezember, am 1. Advent, spielen wir das Adventskonzert in der katholischen Kirche. Und immer im Mai oder im Juni, je nachdem, wo das ist, gehen wir noch an den kantonalen Musiktag. Wer stellt das Stück zusammenstellen für die Konzerte? Das ist die Musikkommission. Das sind vier Leute aus dem Musikverein und die Dirigentin. Und dann die wir so nach einem Thema für das Jahreskonzert jetzt zum Beispiel, wie vier Elemente. Wir haben aber auch schon Helden gehabt, oder Rock Night oder 80er, 90er Jahre, die wir so ein Stück zusammentragen und dann auswählen. Schauen ein bisschen, was wir alles dabei haben, von fetzig bis auch ruhig, bewegend, emotional, dass wir da ein bisschen alles reinpacken können. Und wenn man bei euch mitspielen will, wie gut, wie in Anführungszeichen professionell muss man sein Instrument schon beherrschen? Es ist natürlich schon so, dass wir sind ein Drittklassverein. Das ist eher im unteren Feld. Es gibt dann noch Zweit-, Erstklass- und Höchstklass-Musiker, die viel, viel besser sind. Nichtsdestotrotz, Anfänger sollte man nicht sein. Man sollte das Instrument schon mehrere Jahre gespielt haben. Man sollte Noten lesen können und doch eigentlich sich sicher auf seinem Instrument bewegen. Wie steht es mit eurem Nachwuchs? Da ist natürlich immer das Problem, dass man, ja, jeder Verein sucht Nachwuchs, auch mehr. Wir haben jetzt eine Jugendmusik, die wir auch leider dieses Jahr zumachen müssen, wo leider nicht mehr Junge zu uns gekommen sind. Im Verein selber haben wir doch sehr viele Junge, was sehr schön ist. Also, die Jüngste ist 14 und der Älteste ist 80. Also da haben wir eine mega tolle Bandbreite. Und eines der wenigen Hobbys, glaube ich, wo man über mehrere Generationen zusammen ein Hobby ausüben kann. So viele Musikerinnen und Musiker zu motivieren, wie machen die das? Also zuerst sind wir sehr froh, dass alle Musiker mitmachen, alle Jungen und Alte. Aber es ist auch meine Hauptrolle, also auf der Musik so die Leute zu begeistern, damit alle also Freude haben. Also Motivation ist schon ein Punkt und auch, dass wir selber alle zu Hause üben, damit es auch am Ende gut klingt. Das ist auch wichtig. Dir mache ich das mit Begeisterung. Wie seid ihr zum Dirigieren gekommen? Also, das ist eine gute Frage. Also ich habe mit sieben Flöte angefangen zu lernen und mit 11 war ich in einem Orchester. Dann habe ich auch vor mir immer einen Dirigent als Vorbild gehabt und dachte, oh, aber das macht Spaß. Man kann viele Klänge und mischen, wie ein Maler. Und dann habe ich ein Jugendorchester dirigiert und das wirklich Spaß gemacht und wollte nicht aufhören. Und das ist einfach meine Leidenschaft da gekommen. Also mir hat es sehr gut gefallen bis jetzt. Wir sind ja bis zur Pause gekommen. Und es ist sehr abwechslungsreich und das Thema ist sehr gut umgesetzt. Ja, und ich finde auch, der Musikverein Asch hat sich gemacht. Also ich finde, er hat sich gegenüber den letzten Jahren sehr verbessert.